Ich wollte damals, wo ich 15 war, wollte ich ein Moped haben. Habe aber nie eins bekommen. Meine Eltern hatten damals gesagt, mach erst mal einen Autoführerschein und dann danach schauen wir weiter. Und alle in der Schule hatten eine Kreidler, Zünder, Pergoles und eben eine S50. Und der ist immer vorausgefahren. Also das war halt das. Und für mich ist halt einfach, ein Simson ist optisch sehr schön und einfach gebaut. Und deswegen wollte ich immer ein Simson. Und dann habe ich mir 2000, ich glaube, da war ich 22, vor 14 Jahren, meine erste Simson gekauft. War auch komplett Baustelle, alles komplett neu gemacht damals. Und seitdem, dann ging es weiter, wollte ich eine Schwalbe und dann das und Sell und dann bist du schon infiziert. Für mich einfach was zu bauen, wie es mir gefällt, meinen eigenen Geschmack reinzubringen oder halt das Fahrzeug für mich zu verschönern. Das ist für mich eine Art von Tuning und gerade beim Mopedbau eben gibt es so viele Möglichkeiten, deswegen werden hauptsächlich auch Mopeds getuned. Der Star ist es geworden, da ich ja schon die Ingeborg als Schwalbe habe, den Habicht. Und jetzt wollte ich eben noch einmal ein Star. Star finde ich ist für mich ein sehr, sehr schönes Moped und gibt es auch schöne Umbauten. Aber ich wollte ihn halt mit den großen Bremsen so, das finde ich halt geil und deswegen wollte ich unbedingt einen Star haben. Also die Farbwahl, das Farbkonzept war von vornherein schon klar. Hat von meinem Sohnemann das Laufrad, hatte auch so die Farbkombi, diese beigen Reifen mit der braunen Sitzbank und so ein Pastellton. Deswegen war es von Anfang an schon gleich klar gewesen. Das Fahrwerk, das sind quasi, ja, ist aus dem Zubehör. Habe hier David Seidel gepulvert, lackiert. Herzlichen Dank dafür auf jeden Fall schon mal. Und auch die Idee kommt vom David. Also, und fand ich auch cool, wollte ich deswegen unbedingt haben. Und denke ich finde halt, das sticht vom Moped so sehr raus, auch mit diesem Neon. Ist halt auch wegen meinem Stil, das Neon, siehe Ingeborg. Und ja. Der passt super dazu. Das Ritzel hinten, das hat mir Roy von East Shine Bikes gelasert. Hat 55 Zähne, ist Edelstahl mit dem East Shine Bikes Schriftzug und den, ja, Emblemen innen. Das Lüfterrad ist auch vom Herrn Seidel. Hat der Herr Seidel händisch gemalt. Mit meinen Initialen drauf, auch in denselben Farben wie das Fahrwerk. Und ja, ein kleines Detail. Man ist auf jeden Fall stolz drauf, damals ja selber die Idee selber umgesetzt hat. Und ja, fahren ist eher nicht so gut. Zwecks der Höhe, Auspuff und dann der Lenkerspiegel. Also, aber es ist ja auch kein Fahrmoped, muss man auch sagen. Ist auch nicht zum Fahren gebaut, sondern einfach nur zum erstens zum Idee umsetzen und zweitens zum Hinstellen oder halt für Treffen.
Der Wartburg, den habe ich letztes Jahr im, denke ich, Oktober hinter Berlin geholt. Und dann haben wir dann gleich in dem kommenden Winter, wollte ich dann gleich, dass halt im Fahrwerk Räder und dann haben wir quasi gesagt, pass auf, ich habe mich dann mit Robert in Verbindung gesetzt, dann habe ich gesagt, hierher und dann sind wir zum Jesko auf Zwickau, habe mich dann mal von dem ein paar, erstmal mich informiert, was alles gemacht oder gemacht werden müsste, sagen wir so rum. Und dann habe ich gesagt, pass auf, machen wir. Dann habe ich das Auto im Januar hin und dann war das irgendwann dann, weiß ich nicht, im März ist dann der Anruf gekommen, pass auf, das Auto ist, das Fahrwerk ist drin, ist fertig umgebaut und ich kann es holen. Das ist halt, wenn man die Möglichkeiten, jetzt hat, am Moped baue ich die im Keller, ne, aber Auto ist immer ein wenig schwierig. Und deswegen nochmal an Jesko und sein, auch an Peter, der hat ja auch den Auspuff gebaut. Riesen herzlichen Dank nochmal dafür. Und ist auf jeden Fall super. Das Ding fährt schön, ist gut gebaut, sehr gut gebaut. Und bin ja auch stolz drauf, dass das hier ja, nochmal die zwei Jungs aus Zwickau für mich umgesetzt haben, so wie ich das wollte. Es ist halt, der Wattbrüch zu vorne ist nicht einfach ein Einsteigen und Anlassen, das funktioniert nicht. Also du musst Choke ziehen, du musst vielleicht zweimal Gas geben und dann, wenn er kalt ist, dann dauert es, dass er im Leerlauf läuft. Auch vom Fahren her, mit dem Freilauf ist komplett anders wie ein heutiges Auto, kann man überhaupt nicht vergleichen. Aber da sitzt halt immer auf so einem Sofasessel und das ist so schön. Und das knattert und raucht und riecht. Und das ist halt genau der Charme, was für mich die alten Autos haben. Und deswegen muss es unbedingt ein Zweitakter sein. Liebling gibt es in dem Sinn nicht. Ich habe ja alles selber gebaut. Nach meinem Geschmack ist es halt immer wieder ein anderer Stil. Jetzt sagen wir, wenn ich jetzt die Ingeborg nochmal bauen müsste, würde ich sie anders bauen. Das ist klar, aber es war auch eine andere Zeit. Also die Ingeborg, die gibt es schon seit 7 Jahren. Das macht mir jetzt, erstens sind die Möglichkeiten inzwischen auch anders. Das ist halt noch alles oldschool an der Inge. Ne? Also deswegen, aber Liebling habe ich keinen. Also bedanken möchte ich mich auf jeden Fall bei meinem Kumpel und Bro Sepp, der mir immer die ganzen Umsetzungen von Schweißarbeiten so wegen perfekt umsetzt. David Seidel natürlich, mein Lackierer, mein Herrn Scheiderer, der Jerry, der mir die ganzen Näharbeiten macht, Wicknick, Auspuffbauer und natürlich das ganze East German Bikes Team, die auch für jeden Tipp oder wenn man Fragen hat, immer da sind. Und dann auf jeden Fall nochmal hier auf Zwickau nochmal beide, für den Zwecks Wartburg. Und ganz zum Schluss meine Familie, meine Frau, mein Kind, auch mein Papa und meine Mama, die auch die Hobbys oder das Hobby mitfühlen und auch mir da die Freiheiten lassen, Zwecks. Auch wenn ich jeden Abend im Keller bin und baue, gibt es nie Ärger oder das Verständnis da, selbst der Kleine baut mit. Das Interesse ist da und das ist auch schön so. Und das genießt man dann auch, wenn man mit dem Klang schrauben kann.
Danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, das Video liken. Und schreibt einfach mal in die Kommentare, was ihr eventuell mal umbauen würdet. Welches Moped, welchen Stil, wenn einfach mal das Geld keine Rolle spielen würde. Und dann verabschiede ich mich und sage Ade.